Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Noch keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Ein geheimer Eingang. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Thank you.
schon hier. Ich muss da rein. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ein Durchgang. Schon. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Wow. Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Das war echt knapp. Sie sprengen sich den Weg frei.
Irgendwie muss ich da hochkommen. Unglaublich. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen.
Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich.